Soeben hat uns die Europäische Chemikalienagentur auf Basis von geheimen Herstellerstudien erstaunlich vorzeitig erklärt, Glyphosat sei ihrer Auffassung nach nicht krebserregend. Das hat einige Befürworter vorschnell jubeln lassen. Aber wer sich's dann mal näher anschaut, mag erstaunt sein, dass sie eben doch ein kleines bisschen Krebs gefunden haben, Organschäden für sie akzeptabel sind und schwere Schäden an der Umwelt ja jetzt eigentlich auch wurscht sind. Das alles ist ja jetzt gar nicht so neu. Nach der GMPR-Sache nun das zweite Gefälligkeitsgutachten. Und wieder sind es drei Personen, deren Interessenkonflikte die gesamte Bevölkerung der EU gefährden. Scheint sowas wie die magische Erfolgsformel von Monsanto zu sein. Dreimal befangen reicht wohl immer aus. Für mich persönlich gilt nach wie vor das, was die echten Krebsexperten des IARC gesagt haben. Denn das deckt sich ja mit meiner Arbeit zu dem Thema zu 100%. Und die haben in der Reaktion auf diese Frechheit ja auch klargestellt, dass sich an ihrer eigenen Einschätzung gar nichts geändert hat. Ihr wisst ja außerdem ohnehin seit dem Film Gift im Darm, dass Krebs nur eines von den vielen gesundheitlichen Problemen ist, die das Mittel erzeugt. Was uns heute aber viel mehr interessiert ist, wer denn nun die Entscheidung maßgeblich weiter beeinflussen wird. Der Ball liegt zunächst wieder im Feld der EU. Verantwortlich ist somit dann wieder dieser freundliche Herr hier. Vytenis Andriukaitis. Er ist aktuell der zuständige EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Und auch wenn der Name für viele vielleicht ein klein bisschen griechisch klingt, nein, er ist aus Litauen. Für die öffentliche Wahrnehmung hat er klare Prinzipien, für die er behauptet einzustehen. Ich zitiere da mal frei übersetzt seine Aussage vom letzten Jahr. Als EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit kann ich nur immer wiederholen, dass für mich ein hohes Niveau des Schutzes von Gesundheit und Umwelt, wie es die EU-Gesetzgebung vorsieht, von höchster Bedeutung sind. Gleichzeitig bin ich nach wie vor überzeugt, dass unsere Entscheidungen auf der Basis von Wissenschaft erfolgen sollten und nicht aufgrund von politischer Zweckmäßigkeit. So. Die Wissenschaft also. Fein. Das haben wir in dem Kanal ja schon mal gehabt. Nicht wahr, Herr Schmidt? Jetzt haben ja vergangenes Jahr 96 weltweit sehr anerkannte Wissenschaftler die bisherige Praxis rund um das aktuelle Wiederzulassungsverfahren kritisiert und ihre Bedenken in einem offenen Brief an Herrn Andriukaitis auch geäußert. Hören wir doch mal rein, was uns der Herr EU-Kommissar dazu zu sagen hat. Letzten November erhielt der EU-Kommissar einen von 96 Wissenschaftlern aus aller Welt unterzeichneten Brief, der die Mängel der europäischen Glyphosat-Studie rügt. Bundesinstitut für Risikobewertung Decision. Darin steht, die Entscheidung des BfR sei unglaubwürdig, da sie nicht auf Beweisen beruhe und nicht auf offene und transparente Weise zustande gekommen sei. Das sind doch Wissenschaftler, also sollten sie wissenschaftliche Probleme innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinde diskutieren. Ich halte diesen Brief für äußerst seltsam und rate den Wissenschaftlern, sich aus der Politik herauszuhalten. Doch also die Politik? Nicht die Wissenschaft? Ja, was nun? Das könnte allerdings auch erklären, warum er einen Tag vor der vorläufigen Verlängerung nach Medienberichten noch ein Geheimtreffen mit den Vertretern der Glyphosate Taskforce, also Monsanto, hatte. Am nächsten Tag kam er dann, obwohl es bei den EU-Ländern keine Mehrheit gab, vor die Presse und stammelte etwas von einer Verlängerung der bestehenden Zulassung um 1,5 Jahre, bis Ende 2017. Und dann waren ja da noch geheime Absprachen? Sollte da etwas wohl nicht mit rechten Dingen zugegangen sein? Was ist denn los mit diesem Mann?
Wer ein bisschen die Google-Maschine quält, entdeckt da ganz Erstaunliches. Herr Andriukaitis war von 2001 bis 2004 stellvertretender Parlamentspräsident in Litauen. Diesen Job verlor er, weil er sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt sah. Und diese waren eigentlich erstaunlich solide hinterlegt. Telefonmitschnitte, Videoaufnahmen, schriftliche Dokumente, sichergestellte Datenträger. Im Zentrum der Affäre waren neben drei Politikern, von denen Andriukaitis das meiste Geld kassiert haben soll, eine Immobilienholdinggesellschaft namens Rubicon und deren Chef Andrius Janukonis. Um genauer zu werden, hat Andriukaitis gemäß dem damaligen Staatsanwalt für gefällige Gesetzesänderungen zum Vorteil von Rubicon wie folgt Gelder kassiert. 26. Januar 2001, 10.000 Liter. 9. April 2001, 10.000 Liter. Im Juni 2002 soll Andriukaitis für seine Partei LSDP, deren Vorsitzender er ja noch 2001 war, 15.000 Liter eingesammelt haben. Am 11. November 2002 wurde im Rahmen eines Telefonmitschnitts der Behörden Andriukaitis dabei ertappt, wie er Janukonis gesagt haben soll: Wenn ich den Premier und den Wirtschaftsminister überzeugen soll, dass wir die Energiepreise ändern, dann brauche ich ein kleines bisschen direkte Hilfe. Janukonis darauf sofort: Ja, ja, keine Frage, keine Frage. Das ist keine Frage. Ein Mann, ein Wort. Am 30. Dezember 2002 wurde von den beiden am Telefon ein Termin idyllisch an der Flussseite des Parlaments vereinbart. Am 31. Dezember 2002 ist in Rubicons schwarzer Buchhaltung eine Zahlung an Andriukaitis in Höhe von 20.000 Liters vermerkt. Am 19. September 2003 erhielt Andriukaitis für weitere Gefallen erneut 20.000 Liter. Alles zusammengenommen beziffert die damalige Staatsanwaltschaft in einem recht aktuellen Artikel, der das alles aufarbeitet, von 2016 die kompletten Bestechungsgelder für Andriukaitis im Rahmen der Rubicon-Sache mit 95.000 Liter. Das sind heute in etwa der Gegenwert von 30.000 Euro. Das mag euch vielleicht wenig vorkommen, aber wenn man bedenkt, dass der Durchschnittslohn in dieser Zeit in Litauen damals gemäß Statistiken bei monatlich ca. 612 Euro lag, so hätte ein Normalsterblicher dort dafür immerhin satte 4 Jahre und 2 Monate arbeiten müssen. Ich sage das jetzt ganz klar, das ist alles andere als eine Kleinigkeit, was da passiert ist. Denn tatsächlich hat hier Andriukaitis mehrfach maßgeblich in die Gesetzgebung seines Landes eingegriffen, und zwar zum Vorteil derer, die ihn bestochen haben. Und wohl massiv zum Nachteil der Bevölkerung. Denn es ging ja um Gas- und Energiepreise, und außerdem lenkte Andriukaitis offensichtlich EU-Gelder für ein Müllverwertungsprojekt zu Rubicon. Für die erhaltenen Bestechungsgelder nahm er regen Einfluss auf Parlamentsmitglieder, die Regierung, auf Ministerien und auf Kreisverwaltungen. Nach Bekanntwerden der Affäre trat er von seinem Amt als stellvertretender Parlamentspräsident zurück und später dann auch als Abgeordneter. Könnte man als Schuldeingeständnis werten. Aber dann, von 2008 bis 2014, zog er erneut ins Parlament ein. Vielleicht ja auch, weil bis dahin wohl genug Gras über die Sache gewachsen war. Von 2012 bis 2014 arbeitete er dann sogar als Gesundheitsminister Litauens. Am 1. November 2014 wechselte er dann zur EU. Jetzt müsst ihr mir bitte mal erklären, was diesen Mann daran hindern sollte, diese Praktiken dort weiterzuführen. Er hat massiv profitiert und obwohl er sogar erwischt worden ist, ist ihm absolut gar nichts passiert. Das ist doch nicht die typische Voraussetzung, um etwas dazuzulernen, oder? Ach, und Janukonis ist übrigens immer noch Chef der Rubicon. Die heißt zwar heute UAB Icor, aber er macht immer noch in Energie. Wieso denn nichts passiert ist, werdet ihr euch vielleicht fragen. Vielleicht, weil Orwell mit dem Satz recht hatte,
Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Vor allem aber, weil sich das litauische Parlament auf dem Höhepunkt des Skandals trotz der erdrückenden Beweislast geweigert hat, die Immunität der drei Abgeordneten aufzuheben. Und das hat die Ermittlungen natürlich zur entscheidenden Zeit blockiert, um nicht zu sagen, fast unmöglich gemacht. Die gesamte Geschichte von Andriukaitis liest sich spannend wie ein Krimi. Ich habe euch das mal unten zusammen mit allen Links zur Eigenrecherche in einer PDF zusammengefasst. Tja, und dieser Mann ist also seit 2014 verantwortlich für die Lebensmittelsicherheit und für die Gesundheit von 508 Millionen EU-Bürgern. Uns allen toi, toi, toi. Ich finde ja, man braucht sich gar nicht wundern, warum die EU ein immer größer werdendes Glaubwürdigkeitsproblem hat. Mit solchen Leuten an so entscheidenden Stellen ist für mich diese EU vollkommen zu Recht ein Auslaufmodell. Man wünscht sich ja fast, dass Brexit nur der Anfang war und der Spuk endlich bald ein Ende hat. Tja, und in Sachen Glyphosat darf man eines nicht vergessen. Auf der anderen Seite der Gleichung stehen dem EU-Kommissar gegenüber dann übrigens diese Leute hier. Ich sag's ja. Toi, toi, toi. Bis später.